So, willkommen zum siebten Türchen vom Bier-Adventskalender. Das siebte Türchen ist hier drüben, da schieben wir gleich mal wieder den Finger rein, machen es auf, ziehen es raus und wir sehen jetzt schon wieder ein bedruckter Kronkorken mit einem weißen Pferd, einem weißen Reiter und einer schönen Flasche, wie es ausschaut. Aber erstmal den Botsch weg, der trotzdem von Tag zu Tag immer schwerer wird, was überhaupt nicht logisch ist. Denn ich müsste ja jeden Tag 330 Gramm abnehmen. Jetzt haben wir hier aber die nächste Flasche. Fürst Karl Kellerbier, ungefiltert. So sieht das aus, ne? Der Fürst Karl, ungefiltert, Kellerbier. Das sieht sehr nobel aus, ne? Ein goldenes Etikett, wie bei Warsteiner ist das, glaube ich. Hat auch ein goldenes. Und das hat wie viel Prozent? 5,1%. Nicht so stark wie gestern das. Ich zeige euch das jetzt nochmal von der anderen Seite. Und dann bewerten wir natürlich auch das Etikett. Das ist also hier oben nochmal der Kronkorken mit dem Reiter drauf und dem Pferd. Das sieht cool aus. In zwei Farben gehalten. Weiß und Gold. Die Schrift sieht auch genial aus, finde ich. Hier Schlossbrauerei Ellingen, Fürst Karl, schnörkelig geschrieben. Da ist nochmal ganz groß das Symbol, also das ist auch eher schlicht gemacht, nicht viel drumherum. Macht aber eigentlich einen guten Eindruck. Sieht ganz annehmbar aus, finde ich, oder? Das im ganzen Kasten zu sehen, wunderbar. Hinten drauf auch nochmal, was es ankommt. Habt ihr alles nochmal dastehen. Ja, unser unfiltriertes. Man kann das immer nicht lesen, wenn man durch die Kamera guckt. Wir brauen mit Hopfen und Malz aus Villingen und Franken, aus Ellingen und Franken. Das ist gar kein F. Wenn die Kamera nicht so unscharf wäre die ganze Zeit. Auf jeden Fall Etikett, würde ich mal sagen. Könnte ich eigentlich auch eine 5 geben. Ohne Spaß jetzt, für das Landgang habe ich ja schon 5 gegeben, weil das mich richtig überzeugt hat, das Grün mit dem coolen Typ drauf. Das sieht auch gut aus, das sieht nicht so deprimiert aus wie das schwarze komische Zeug. Das sieht nicht so übertrieben aus wie anderes. Das sieht eigentlich für ein Bier richtig toll aus, als Etikett, als Flasche. Da geben wir 5 Punkte für das Etikett, was bisher nur einmal vorkam, müssen wir hier drauf schreiben, 5. Dann haben wir als nächstes natürlich Farbe und Schaum, dazu müssen wir es wieder aufmachen. Mal gucken, ob er heute wieder fliegt. Hossa, der ging an die Decke, kommt ein Schornsteinfeger in eine Bar, sagt der Barkeeper, der geht aufs Haus. Kennt ihr den schon? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir nicht riechen, wir schenken ja erstmal ein wieder in unser Bier-Tasting-Glas, gucken uns dann an, was wir heute Schönes bekommen. Guckt euch nochmal das Etikett an beim Einschenken, jetzt sieht es richtig gut aus, leuchtet sehr gut, ich sehe auch schon. Das packe ich doch wieder mit einmal in die Flasche rein. Jetzt ein bisschen Schaum drauf, vielleicht kriegt man es heute hin, dass es besser aussieht. So, Farbe und Geruch sieht nicht so goldig aus, wie ich das sonst kenne. Ist wieder ein bisschen trüb auf jeden Fall, so ähnlich wie ein Weizenbier, aber nicht ganz so trüb. Jetzt habe ich schon wieder gerochen, ich sollte mal den Schaum bewerten, den Schaum und die Farbe. Farbe finde ich jetzt, weil es eben so ein bisschen ausgewaschen aussieht, nicht ganz so krass. Würde ich also eine, gib mir mal eine 3. Eine 3 bei Farbe auf jeden Fall. Da haben wir schon andere gesehen, die sehr goldig ausgesehen haben. Für Geruch. Geruch, keine Ahnung. Riecht ein bisschen wässrig. Aber auch ein bisschen sauer. Geruch. Überzeugt mich jetzt trotzdem erstmal nicht so. Für Geruch würde ich sogar nur eine 2 geben. Da gibt es andere, die einfach standardmäßiger riechen. Aber das Wichtigste natürlich auch der Geschmack. Obwohl, wenn das Etikett schon 5 hat und der Geschmack 0, taugt das Bier dann was. Wenn es nur durch Optik überzeugt, dann eigentlich auch nicht. Aber trotzdem, Geschmack, ja, ist das Wichtigste. Kann aber natürlich durchs Etikett übertroffen werden. Wir probieren jetzt einfach mal das gute Fürst Karl
Kellerbier. Ja gut, der feine Herr Karl, jetzt habe ich hier die ganze Liste voll gesaut, warum auch immer. Finde ich leider nicht so berauschend, ist auch vom Geschmack her irgendwie ein bisschen säuerlich oder so ähnlich wie es riecht, so schmeckt es auch. Ist bei den anderen ja immer anders gewesen. Ist jetzt keins, wo ich sagen kann, das läuft einfach mal so runter, da findet man kein Ende. Ist keins, wo ich sage, boah, das haut übelst rein, da muss man sich in Acht nehmen. Finde ich geschmacklich leider jetzt nicht so angenehm, finde ich auch ziemlich bitter. Deshalb würde ich bei Geschmack, wenn ich standardmäßig die 3 gehe, habe ich denn überhaupt schon mal ein richtig schlechtes? Ich habe bisher immer nur bei Geschmack 3 vergeben und 4 vergeben. Dann geben wir mal bei Geschmack eine 1 oder eine 2. Wenn wir ganz krass hin, geben wir eine 1. Obwohl das so ein schönes Etikett hatte. Aber ich glaube, von allen, die ich bisher hatte, war es wirklich das Schlechteste. Also es ist nicht mein Geschmack, es gibt viele, denen schmeckt das sicherlich. Wir geben aber trotzdem mal noch eine 2. Denn es kann ja immer was sein, dass noch was kommt, was noch schlimmer ist, sage ich mal, damit wir dann eine 1 geben können. Wenn nicht, wenn es genauso schlimm ist, dann geben wir halt wieder einfach auch eine 2, auch eine 2 hin und her. Wir nehmen nochmal einen Schluck zur Probe. Nee, da ändert sich aber nicht mehr viel. Trotzdem ganz interessant, denn früher, wie gesagt, habe ich immer gesagt, Bier ist egal welche Sorte, schmeckt eh alles gleich, beziehungsweise mir schmeckt gar nichts, ich schütze einfach weg, aber jetzt durch diesen Kalender gerade, durch die verschiedenen Sorten, seht ihr sehr deutlich, dass der Geschmack wirklich unterschiedlich sein kann und eine Rolle spielt natürlich, dass man manche wirklich trinken kann und sagt, boah, das schmeckt, da hätte ich gerne noch eins und bei anderen sagt man, nee, eins reicht, das muss nicht sein. Also, immer noch richtig geile Idee mit dem Bier-Adventskalender. Ich habe es nicht bereut, für 40 Euro. Ist zwar ein bisschen teuer, ist aber auch ein bisschen cool, sage ich mal dazu, die verschiedenen Sachen zu entdecken, auch mit der Bewertungsliste, mit der App dazu, mit dem ganzen Drumherum. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns morgen beim Türchen Nummer 8. Ne? Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Diesmal gab's kein... Diesmal gab's...